Gelsenkirchen-Schalke, ein karger grauer Fleck in der Landschaft. Niemand würde hier ein kleines Paradies erwarten. Doch genau das findet man zwischen alten Häusern und besprühten Mauern. Die grüne Lunge von Schalke. Das AWO Seniorenzentrum, ein blühendes Zuhause für seine Bewohner. Dort ist Ehrenamtler Alfons Tschiglowski täglich im Einsatz. Seit 23 Jahren.